Was geht ab, Mano Seefighter, Ozure hier. Ohne Banner-Preview zum Ultra Instinct Goku und Jiren Banner schauen wir uns das kommende Banner an mit all den Charakteren, die enthalten sein werden. Zumal wir uns dann näher betrachten, was sie drauf haben, damit ihr euch da ein Bild machen könnt und worauf ihr euch gefasst machen könnt. Aber außen vorweg gibt es einen neuen Stand, neue News, neues Update zum Ultra Instinct Goku Release Day. Das letzte war ja, beziehungsweise habe ich gesagt, 15.-16. Mai, wenn nicht am 15., dann spätestens am 16. morgens und zeitweise ist zugetroffen. Warum? Beziehungsweise, lass uns so sagen, der letzte Stand war der 15. Mai, 8:30 Uhr morgens unserer Zeit. Das ging aus den Daten, aus den Zeiten der Charaktere hervor, die erscheinen werden, aus den Leaks. Jedoch muss man so Leaks mit Vorsicht betrachten und da kann es auf jeden Fall was ändern. Und ich habe ja schon gesagt, dass mit den Zeiten was nicht stimmt eigentlich, denn Ingame ist angesetzt für den 15. Mai PCT, amerikanische Zeit, und die Charaktere selbst, dass sie erscheinen werden, steht in den Daten drin, 14. PCT, amerikanische Zeit. Also eigentlich geht das gar nicht und ja, wie letzte Woche gesagt, spätestens an dem 16. Mai und Zeit ist es zugetroffen. Woher haben wir das, woher weiß ich das jetzt, woher weiß die Community? Denn Ingame gibt es quasi ein Teaser zum Ultra Instinct Goku Event, zum Dokkan Event, und diese News endet am 16. Mai, 7.22 Uhr morgens unserer Zeit. Und wir wissen, wenn so ein Teaser ändert, dann kommt das, was da angeteasert wird. Das war die letzten Male immer so, ist immer so gewesen. Und es ist auch unlogisch, dass die Charaktere vor dem Dokkan-Event kommen. Deswegen können wir sagen, Ultra Instinct Goku erscheint am 16. Mai, Mittwoch, diesen Mittwoch, 7.22 Uhr, also einen Tag später als erwartet. Aber wie gesagt, wir haben da quasi vermutet, bzw. ich habe gesagt, spätestens dann 16. Mai morgens. 27 ist dennoch eine komische Zeit, daher denke ich, da wird eine Wartung stattfinden und nach der Wartung wird der Dude erscheinen. Also 16. Mai ist the day, an dem er erscheinen wird, an dem er erscheinen sollte, mit folgendem Banner. Das Banner ist aus dem japanischen Dokkan-Battle. Wir wissen, im Globalen wird das ein bisschen anders sein. Es ist zum einen ein GSSR, heißt, in jedem Mutlisam ist ein garantierter SSR. Dieser ist nicht gefeatured oder gefeatured. In Japan sind die Rates für nicht gefeatured Charakter zu 95%, dass er droppt, zu einem gefeatureden 5%. Aber darum soll es nicht gehen, denn zumal bekommen wir auch nach dem dritten Multi den vierten kostenlos im globalen Dokkan Battle. Das haben wir auch schon aus dem Preview-Image zum Banner selbst. Was war im Banner in JP enthalten, welche Charaktere? Und ich denke, mehr oder weniger wird das genauso aussehen. Ich denke nicht, dass sie den Banner groß ändern werden. Wir hatten Jiren da, den neuen Jiren. Kefla ist dabei gewesen. Sie bekommt auch ihren Awakening durch den Story-Event. Uigoku kommt mit seinem Dokument, ganz klar, bekommt sein Awakening. Jiren noch ohne Awakening. C18 wird kommen. Angel Gone Freezer ist mit dabei. Kay bekommt auch ihr Awakening, sowohl auch Kalifla. Eine Sache zu dem Banner selbst, ich kann euch lediglich nicht vorschreiben, wo ihr sammeln sollt, wo ihr eure Stones verschwenden sollt, beziehungsweise ausgeben sollt, aber ich gebe euch natürlich Ratschläge und sage euch, genau das machen wir in diesem Video, wie die Charaktere aussehen, damit ihr euch ein Bild machen könnt, ob ihr die Charaktere braucht, ob ihr für sie sammeln wollt. Aber ganz außen vorweg, wer Ultra Instinct Goku nicht hat und ihn unbedingt haben will oder Dupes von ihm, das ist eure Chance, denn bis dato ist in JP kein anderer Banner gekommen, an dem Ultra Instinct Goku dabei war. Heißt, im globalen Dokkan Battle ist das eure Chance. Diejenigen, die Ultra Instinct Goku nicht haben, ihn unbedingt wollen oder Dupes brauchen, können ihr sammeln. Alle anderen, die Ultra Instinct Goku haben, inklusive mir, müssen eigentlich zum Beispiel nicht sammeln. Denn beispielsweise, wenn ihr Jiren nicht habt, Jiren kommt mit Super Saiyan Blue Evolution Vegeta wieder und dann auch mit seinem Awakening. Kefla, C18, Kale und Kalifa sind in jedem anderen Banner nicht gefeatured natürlich dann. Aber Angel Gone Freezer kommt mit Super Saiyan 3 Bardock noch. Deswegen diejenigen, die sich da gedulden können, können sich noch gedulden. Aber alle anderen, die Ultra Instinct Goku nicht haben oder Dupes wollen, das ist euer Banner im Prinzip. Anyways, jetzt schauen wir uns mal die Charaktere an. Wir wissen, Ultra Instinct Goku, das ist jetzt seine Form. Und zu Ultra Instinct Goku werde ich euch ein, zwei Sachen sagen, was nach seinem Awakening abging, beziehungsweise was Bandai oder Akatsuki sich dabei wohl gedacht hat. Zum einen, ja, er bekommt sein Schild, wenn er sich awaked. Das ist schon mal das erste Komische. Aber darum geht es ja nicht. Wir wissen, was der Dude drauf hat. Wir fliegen mal ganz kurz rüber, beziehungsweise speziell seine Passive spreche ich an. Und dann schauen wir uns sein Dokkan Awakening an. Und zwar, seine Passive ist nicht awaked, wie er jetzt im globalen Dokkan Battle lässt. Attack und Death plus 70%. Fix. Dann zusätzlich bekommt er weitere Ki plus 3 und weitere 70% auf den Angriff und eine hohe Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen. Für 7 Runden lang, wenn seine HP, wenn unsere Kraftpunkte einmalig unter 50% fallen. Diese müssen auch nur einmal unter 50% fallen und dann haben wir diese Pass für 7 Runden lang, auch wenn wir dann in diesen 7 Runden über 50% gehen.
Dieser Teil, meine Freunde, meine Damen und Herren, dieser Teil ist quasi eine Beta-Version der Transformationsmechanik gewesen. Was meine ich damit? Wenn wir uns den Awakened UI Goku anschauen, Ultra Instinct Saiyan Goku, dann sehen wir, okay, die fixe Passive ist immer da. Davor war es Attack Mode 70%, jetzt ist Attack Mode 100%. Ist ein solider Boost, plus 30% auf jeden Attribut. Aber jetzt steht quasi nicht das ganz ausführlich dran, was da beim Nicht-Awakening dran stand, sondern hier steht dran, eine neue Mechanik wird eingeführt, die Transformationsmechanik. UI Goku, Ultra Instinct Goku wird der erste im globalen Dokkan Battle. Und zwar Awaken, wenn die HP 50% oder drunter fallen. Und zwar vollführt er dann seine Transformationsmechanik und während seiner bzw. nach seiner Transformation kommt dann eben dieser Boost von dem anderen Dude dazu. Nämlich, nach seiner Transformation hat er Ki plus 3 auf den Angriff 150% und hat eine hohe Chance des Gegners Angriffs zu dodgen, Auto-Attack und Super-Attack und disabled enemies grad, also deaktiviert den Schutzschild des Gegners. Was heißt das? Das heißt nicht, dass er wie Gogeta sehr effektiven Schaden gegen jeden macht. Nein, das heißt, er macht mindestens immer neutralen Schaden gegen jeden. Normalerweise, wenn er einen Physikcharakter angreifen würde, hätte er einen Typennachteil. Aber weil er seinen Guard deaktiviert vom Gegner, macht er neutralen Schaden gegen den Physikcharakter. Genau, so, aber schauen wir uns den Dude mal ganz genau an. Ich wollte das nur mit der Passive mal darstellen, dass es quasi schon die Transformationsmechanik gab, ist quasi schon immer, nur haben sie es wirklich eine Mechanik daraus gemacht mit der Verwandlung, dass sich quasi in-game verwandelt und dass dann quasi die Boosts sich erhöhen, beziehungsweise die Animationen, die Mechanik selbst wurde hinzugefügt, beziehungsweise, ja, ist noch am kommen. Ultra Instinct Goku Saiyan. Und zwar ist er der Kategorie der Realm of Gods Charaktere. Er gibt diese Kategorie Ki plus 3 auf 4 Attribut 150% oder in Charakteren Ki plus 3 auf 4 Attribut 50%. Er erhöht seinen Angriff und macht immense Damage. Attack mit 100%, Pass haben wir gerade gelesen. Links hier sind overall auch sehr gut. Kamehameha, Prepared for Battle, Over in a Flash, Godly Power, Tournament of Power, The First Awakening, Fierce Battle. Realm of Gods Kategorie, Universe, Survival Saga und Pure Saints. Der Dude, wie gesagt, wenn er einmalig unter 50% unsere HP fallen, dann verwandelt er sich, beziehungsweise wird transformiert sich zu Ultra Instinct Goku und dabei bleibt er auch, ja. Es ist nicht so wie bei Gogeta und Vegito, dass ihr 6 Runden erreichen müsst, weil da steht ihr da dran. Nein, ihr müsst einfach nur einmalig unter 50% fallen im Kampf und schon transformiert sich der Dude und bleibt für den Rest des Kampfes im Ultra Instinct Modus. Im Ultra Instinct Modus bleibt der Buff der Super Attack gleich, Raise Attack und Cost Immense Damage. Passive haben wir gerade gesehen, er bekommt Ki plus 3 auf den Angriff 150%. Hier fällt zwar die Verteidigung weg, aber der Dude ist darauf ausgerichtet, einfach Schaden zu machen im Endeffekt, beziehungsweise zu Schaden, Schaden zu machen und zu dodgen, wie Ultra Instinct Goku das auch gemacht hat im Anime, mehr oder weniger. Und durch die zusätzlichen Ki plus 3 wird immer dafür gesorgt, dass er eine Ulti macht. Und wenn er eine Ulti macht, dann kracht's, weil die Ulti kann stacken. Ja, er erhöht jedes Mal seinen Angriff, wenn er ultet. Dann bekommt er noch eine Great Chance, des Gegners Angriff zu dodgen, sei es Auto-Deck oder Ulti. Und wie gesagt, er disabled Enemy's Guard. Links geht's, bleiben alle gleich overall. Genau, ja, bleiben sie und Kategorie ebenso. So, und hier steht zum Beispiel noch dran, Great Chance to Await Enemy's Attack ist 70%. Dieser Dude hat, wenn er sich transformiert, 70%ige Chance, Angriffe zu dodgen. Und ja, Disable Enemies Guard aktiviert zu jeder Runde, immer wenn er reinkommt. Und jedes Mal, wenn er ultet, erhöht er seinen Angriff um 30%. Und das kann sich stacken. Jedes Mal, wenn er ultet, kommt 30% drauf. Deswegen ist dieser Dude wirklich so atemberaubend. Und sein 12 Key Multiplier ist 150% an der Stelle. Also ein sehr, sehr guter Unit auf jeden Fall. Alright. Dann gehen wir mal rüber zu Jiren. Jiren ist natürlich ebenfalls im Banner unawaked. Noch sein Awakening bekommt er dann mit Super Saiyan Blue Evolution Vegeta, wie es aussieht. Das sollte dann nach dem Dreijährigen irgendwann passieren. Ende Juli bzw. Zeitraum August. Bis dahin sieht er folgendermaßen aus. Er gibt der Universal Survival Saga Kategorie Ki plus 2 HP und der 120%. Strength Flag gibt er Ki plus 2 auf jeden Fall 40%. Er macht immense Damage, verhindert die Verteidigung des Gegners stark, Attack und Death plus 120% und hat eine Medium-Chance, die Gegner zu stunnen. Alle Gegner zu stunnen. Code Judgment, Shocking Speed, Infighter, Hero of Justice, Tournament of Power, Tournament of Power, Godly Power. By the way, Tournament of Power wird die neue Meta des Keys sein, quasi. Was meine ich damit davor? Es hat immer so Key-Ehren, ja. Zum einen gab es Prepared for Battle, viele Charaktere kamen raus, die Prepared for Battle haben. Dann kamen viele mit Shocking Speed, dann kamen viele mit Over in a Flash. Jetzt werden viele kommen mit Tournament of Power und das sind ganze Ki plus 3.
Gatni Power hat er dann zudem auch noch. Er ist in der Kategorie Dream of Gods und Universe Survival Saga. Dieser Dude hat, wie gesagt, sein Awakening nicht, bekommt ihn auch nicht, wenn er im globalen Dokkan Battle kommt. Aber wir können uns mal gerne anschauen, was denn danach mit ihm passiert, wenn er sich awakt wie ein JP. Er bekommt keine Transformation. Transformation bekommt er nicht, was sich lediglich ändert, sind die Boosts auf den Leader Skills 150%, 50% und Passive. Er attackt man F plus 130%, hat immer noch die Medium Chance, jeden zu stunnen, aber wenn er einen gestunten Gegner angreift, macht er garantiert einen kritischen Treffer. Das ist so. Das ist eigentlich eine sehr coole Passive in vielen Dokken-Events. In den vielen neuen aktiviert sich die nicht, aber in allen anderen Events dann natürlich auch. Was meine ich mit aktiviert sich nicht, weil viele Charaktere dann immun gegen Stunts sind. Dennoch sehr cool, dass was so eine Mechanik mit einzuführen. Also ich, zum Beispiel in Super Battle Road, kann das auf jeden Fall Leben retten. Ja, viele sind wahrscheinlich enttäuscht, dass der im japanischen Dokkan Battle nicht eine Transformation bekommen hat, aber sie halten sich da sicherlich noch einen Jidan auf, der quasi noch kommen wird und Transformation haben wird. Da bin ich gewiss, ja, guter Dinge. Kann natürlich aber auch dauern. Und zumal denke ich auch, dass ein neuer Ultra Instinct Koko kommen wird, der dann direkt im Ultra Instinct Modus ist. Aber das kann noch dauern. Das kann auf jeden Fall noch dauern. Gut, Angel Gone Freezer ist auch im Banner. Angel Gone Freezer, eine 1A-Unit. Er ist der Cthulhu der Resurrected Warrior, gibt dem Ki plus 3 auf HP 130%, Attack mit 170% oder in Charakteren Ki plus 3 HP 50%. Immense Damage, Great Lord of Death, Passive 150% bekommt er so und Verteidigung plus 50%. Mann, ist das ein Boost. Like legit. 150%? Wie Ultra Instinct Goku nach der Transformation oder Super Saiyan 4 Goku so und dann noch zusätzlich 50% auf die Verteidigung. Zudem Superclass Allies Enemies Attack minus 15%. Das ist dann ganz klar so ein. Also, es sind Allies und Enemies. Also, jeden Supertype gegen jeden Hero, den er kämpft oder der in seinem Team ist, verringert er den Angriff um minus 15%. Und beim eigenen Team kann es auf jeden Fall wehtun. Aber so funktioniert die Passive. Prodigy's Universe Most Malevolent Revival Strongest Clan in Space Brutal Beatdown Tournament of Power Fierce Battle. Resurrected Warrior ist wirklich eine 1A-Kategorie. Heißt, wenn ihr den Dude nicht habt und ihr da zählt aus dem Banner und ein Resurrected Warriors Team bauen könnt, wirklich sehr, sehr gut. Und er ist in der Kategorie Universe Survival Saga. Ebenfalls im Banner ist auch Kefla. Und sie bekommt ihr Awakening. Nach dem Awakening sieht sie folgendermaßen aus. Sie wird die Leaderin der Potara-Kategorie und somit die aller, beziehungsweise ist sie schon die allererste im globalen Dokkan Battle, aber ihr Boost wird deutlich besser, nämlich sie gibt dann Potara-Charakteren Ki plus 3 auf HP und 150%, macht immense Damage und greatly lowers Death des Gegners. Ihre Passive, sie ändert Int Ki in Physisch Ki, aber bekommt dann für jeden Ki, das muss kein Physisch Ki mehr sein, für jeden Ki, den sie einsammelt, Attack und Death plus 12%, sie hat eine Medium-Chance, die gegnerische Angriffe zu dodgen, auch Super-Attacks, und macht eine Additional Attack, die eine hohe Chance hat, eine Super-Attack zu bekommen. Also die Pass von ihr ist wirklich sehr kompakt und viel, aber auch geil. Auf Kefla freue ich mich auf jeden Fall an der Stelle, zumal man dann mit ihr auch ein sehr, sehr solides Potara-Team bauen kann. Links in den Super Saiyan Battlefield Tiva Tournament of Power, Power Best of by God, Fuse Fighter, Shattering Limit hat sie, weil sie durch das Story-Event erweckbar sein wird, Warriors of Universe 6, Peppy Ghost, Universe Survival Saga und Potara ist sie. Dann kommen wir zu Kale. Kale wird insane. Nach dem Awakening gibt die physische Charakter in Ki plus 2 HP 90%, macht immense Damage und verringert die Verteidigung des Gegners. Sie bekommt so immer fix 120% auf ihren Angriff. Sie macht eine Additional Attack mit einer Great Chance, dass eine Super Attack wird. Also ihr habt fast immer zwei Ultis, also wenn ihr natürlich mit der ersten auf eine Ulti kommt. Ihre Passive ist insane, also die wird richtig reinhauen wie ein Monster, wie ein Berserk. Battlefield Diva, Berserker, Saint Lineage Warriors of Universe 6, Prepare for Battle, Tournament of Power, Shattering the Limit. Sie ist in der Kategorie Universe Survival Saga und Pure Saints. Und auf wen ich mich noch freue, ist natürlich unser Girl Khalifla. Sie bekommt auch ihr Awakening, gibt dann jeden Ki plus 2 auf HP 70%, macht Supreme Damage und erhöht ihre Verteidigung um 30% für 3 Runden. Sie bekommt 90% auf ihr Angriff. Und hat eine hohe Chance, des Gegners Angriff zu dodgen. Super Attacks gehören auch dazu. Oder sie hat eine Medium-Chance, die Super Attack des Gegners zu dodgen und kontern. Wie funktioniert das? Ja, man geht durch, wenn zum Beispiel unser Gegner ultet, dann schaut man, trifft diese High Chance zu. Wenn nicht, dann schaut man, trifft diese Medium Chance zu. Wenn diese Medium Chance zutrifft, dann dodgt sie die Super Attack und kontert sie. Wenn sie nur dodgt, dann kontert sie nicht mit der High Chance. Also die Ulti speziell. Battlefield Diva, Super Saiyan, Golden Warrior, Warriors of Universe 6, Prepare for Battle, Tournament of Power, Shattering the Limit, Peppy Ghost, Universe Survival Saga, Pure Saints. Dann kommen wir noch, beziehungsweise, wir dürfen sie nicht vergessen, Android 18 ist auch im Banner. Android 18
Ist solide, schlecht ist sie nicht. Besser wird sie, wenn sie Awakening bekommt. Ihr Awakening hat sie noch nicht bekommen in JP schon. Im globalen Dokkan Battle kommt sie dann ohne Awakening vorerst. Aber nach dem Awakening gibt es ja einen Tech-Kreis, den Keep U2 HP dann auf 70%, macht Supreme Damage, erhöht ihre Verteidigung bei 30% für 6 Runden. Sie hat Attack Manöver 70% immer fix. Sie ändert Physisch Key in Tech Key und bekommt für jeden Key, den sie ansammelt, 12% auf ihren Angriff, 7% auf die Verteidigung. Android Assault, Twin Thrust, Innocence, Battlefield Tier, Infinite Energy, Turn of Power, Shattering Limit. Genau Leute, so viel zu den ganzen Charakteren vom Banner zum Banner Preview. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und vergesst nicht, Ultra Instinct Goku erscheint am 16. Mai. Bis dahin habt auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.